Thank you.
Două jumate să răspund. Nu răspund acolo, domnule, dar sigur că da. Tot timpul s-a discutat. Nu, 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 Some
Sometimes. Vous allez pas être là. The same wagon which is used for to clean the line. And in this point we change the wheels only here. You can change the wheels. We have these elevators which are Swiss pattern. So this is a single point to pick up the wagon. Tatra wheels only. So, do you have something? That is only for the two Yeah. It was broken and running out. It's not possible to... No. This is our painting shop. Mm-hmm. Contact, which is a wire. Yeah. The aluminium is boiled here and
fix it in this hole. Okay. Europe, that we have number of tram in use. What's the type of tram we have? Nu partea geografică, nu, nu. Și n-a să vinează la piață printre două și să bine, vine acum acolo. Faptele punct chemat, hier este la carte. Strasse Liviu Rebreanu, ja? Um 10:30 Uhr, montags. Von dort fahren zwei Züge. Einer ist der, was offen ist, und noch einer. Und mit der offiziellen mit dem Bürgermeister und alle, dann wird es offiziell eröffnet. In diese Richtung. Wenn ihr vielleicht wollt gehen und das offizielle abnehmen, wenn der erste Wagen offiziell in die Richtung fahren, dann könnte dort sein.
acolo pe dos să mergi și un pic să trec pasul. De fapt, trebuie și pentru tramvaie. Tot cum trebuie la de loc. Tot cum trebuie la de loc. Nu putem ridica la toată. Dar tramvaiul nu poate trece pe acolo. Dar trebuie să treacă și tramvaiul. Dar de cald mai stă.
Dai. Thank you.
Kaffee noch, Bier. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
Normalerweise hier ist, wird gespeichert die ganze Linie zwischen Ausgang von Arad mit der Fahrt Richtung Jorosch, dort wo das Netz ist kreuzt mit der Eisenbahnnetz und dort geht das bis Mundrolog ist die erste Haltestelle nach dem chemischen Kombinat. Von hier. Das was das Wichtigste ist, das wird wird Strom bekommen von ganz Zentrum von Arad. Und hier ist der Strom in dem Stadtviertel Neuarad und hinter dort die Linie 2, wie gerade gesagt, von Linie 2. Und dieses ist mit Fernschaltung, Fernbedienung. Kann man fernbedienen und auch fernmessen, kann man hier Linie messen. Mhm. Und das ist in dem Reich von Uta, wo das Depot ist, was wir jetzt hier zu schauen, ja, bis in der Linie Richtung nach Westen gegen den Ausgang. Das sieht man dann das Ganze. Ja, das denken wir jetzt auch wichtig. Und drei Punkte an die Person, die übernimmt dann das. Ja, aber wenn er das kann, einfach. Man muss nur überprüfen, von Ort geht das alles. Aber von hier die Fernstelle geht nicht. Ja. Also vor Ort geht es. Vor Ort geht es. Vor Ort geht es. Das ist gut. Na, Da.
Was ist im Griff? Schau, ja. Hier vorne kommt die Weiche. Über die Weiche muss man etwas langsamer fahren. Ist gut. Fahren wir mal links ab, oder? Ja.
gute Geschwindigkeit. Nicht hier. Bleiben wir, kreuzen wir uns mit dem anderen Zug. Nächste Haltestelle. Jetzt kannst du schon beschleunigen. Einfahrt wird zu fahren. Von der Zunge hast du die Spitze angegriffen, darum musst du langsamer fahren. Hier, wenn es von hinten geht, dann geht es rasch. Aber auch nicht mehr als 10 km pro Stunde. Das sind die Beeinträchtigungen. Man muss fahren, wie das aushält, nicht wie Vorschriften in der EU sind. Mit Gefühl. Ich vergesse, wir haben noch zwei Drehgestelle hinten dran. Das ist bei uns auch. Ich habe manchmal einen Zug hinten dran, der ist 300, 350 Meter lang. Musst du aufpassen. Ja, da muss man erstmal abzählen, wenn man 40 durch die Weichen und dann nicht sofort. Und jetzt kannst du beschleunigen. Spaß, ne? Das macht mir Spaß, ja. Thank you.
nichts zu hindern. Er kommt und tritt da schon. Hier unten ist das da die Thrombogenetechnik. Das in Technik ist gegen Blitzeinschlag. Das war zur Schützung für gegen Blitzeinschlag. So Technik, genauso wie die gemacht, gibt es heutzutage gar keinen mehr. Wir mussten wir auch 800 Volt haben, bevor die andere Weichhilfe war, dass wir konnten zu fahren mit der normalen Stadtbahn. Und hier hinten sind die Schnellschalter, das waren damals erzeugt. Das normal gehört nicht zu den ursprünglichen Erzeugnissen. Dedicația specială a dragostea bunicilor continuă fără Sezan. O, dedicație specială și pentru bunica dragă. Thank you.
Schritte. Du hast den Übergang gemacht, und der besteht immer nur zu den Personen auf Widerstände lassen. Ich muss die Widerstände nur benutzen für Anfahrtflüge, nicht für Fahrt. Warum? Bei 1 sind die ganzen Widerstände eingeschaltet. Ja. Bei 11 habe ich keine Widerstände, aber die Fahrtmotoren sind bei den 10 Widerstände eingeschaltet. Und bei 12 Anfang, das ist dann, jetzt hast du diese Widerstände.
Če se bi tukaj elektroniko reča? Malo ne, neče. Toto problema je tako to. Znači, norma je elektronika, to je. Znači, to je mufe. Exakt se spuno se kot rekel. To je mufe šila logan. Žos, baš kao tu samo na... Veš, kaj se ne šli se pak? Če jel se šipuko, da se vidi se pak? Plače, ruj. Zdaj, ima je šila, to lahko se vidi. Še ima je rekabel. Normalerweise versteht nicht, wie wurde die Verbindung hergestellt zwischen diesen Armaturenbrett und dort oben. Der hat bestimmte irgendwo eine Position gehabt und das hat können angucken. Sie sehen, hier ist eine und eine bestimmt irgendwo, wo seine Steckdose. Ja gut, das kommt in den Wagen während der Fahrt dann, Tacho abgleich. Das kommt auf den Wagen drauf. Ja, während der Fahrt, Tachoabgleich auf 50 km/h. Gut, das ihr habt überprüft, das hat im Wagen gestanden oder irgendwo im Depot. Im Depot habe ich das überprüft. Wir lassen das etwa einen Tag.
Niemand mehr, um nachzufragen. Thank you.
Da kommt hinein. Thank you.
ce să vă fac? Unde paștele? Dar să pune steagul afară de paș, mă dau dragul. Așa, tot timpul ales să vă dau eu. Am pune așa. Facem acasă aici. Da. Gata?
sind alle mein Gräne, auch nicht der Transformatorium. Ich sind mein Gräne. Thank you.
fahren Urlaub.
Thank you.
Thank you.
Pause. Thank you.
egal.